Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Pinselfotenfreunde. Willkommen zum neuen Wochenvlog. Willkommen zur Party des Jahrhunderts. Die Hundeparty. Hundeparty. Egal. Ja, es ist zeitig. Naja, es geht eigentlich. Egal, es ist, glaube ich, 7.30 Uhr oder so. Und ich war schon heute Morgen gegen 6 mit der Kleinen draußen. Und wir machen jetzt unsere Mini-Runde. Und ich nehme jetzt die Anila mit, dass die Kleine Sicherheit hat und die Kleine. Und dann laufen wir auf jeden Fall ein Stückchen. Und gehst du runter vom Stuhl? Dann laufen wir ein Stückchen und gehen wieder auf die Wiese. Also so wie immer, so wie ihr das im Vlog gesehen habt im Prinzip. Genau. Und danach bringe ich sie nach Hause und gehe mit den Großen runter und hoffe, dass das klappt und dass sie dann schläft und dass sie nicht rumjammert, wenn wir nicht da sind. Ich bin gespannt. Gut. Ich glaube, sie muss keckeln. Na, die ist in Spiellaune. Ja, Nila. 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 Nali. Ja, gut. Wieder Sitz. Satz. Auf. 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 Und auf. Ja, Wally. Du bist süß. Du bist süß. Du bist süß. Ja. Ja, gut. Klasse. So, finally. Beginnen wir unsere Runde an der Elbe. Boah, das war heute ein bisschen anstrengend mit der Kleinen und der Großen, weil sie entweder stehen geblieben ist oder nach vorne gezogen hat. Das war jetzt, also es hat mich jetzt schon ein bisschen Nerven gekostet. Aber gut, wir haben es geschafft. Es war halt jetzt heute ein bisschen blöd, dass ich das jetzt alleine gemacht habe. Das ist schon anstrengender, weil normalerweise ist es so, wenn wir zu dritt gehen, also wenn Pinselmann mitkommt, dann ist es so, dass er die Kleine hat, ich habe meine zwei Großen, lauf vorne weg und die dackelt halt fleißig hinterher. So, da bleibt es auch nicht stehen, sondern die will halt quasi beim Rudel bleiben, das ist kein Problem. Aber wenn nur Anila mit dabei ist und ich sie alleine habe, dann bleibt sie halt öfter doch mal stehen und schaut sich die Welt an, was ja prinzipiell okay ist. Nur so kommen wir halt auch nicht zu unserer Spielewiese, wo wir immer sind. Deswegen, naja, egal. Wir gehen jetzt unsere Runde und dann schaue ich mal oder bin ich sehr gespannt, wie das jetzt zu Hause geklappt hat. Nein, so ist nicht. Nein, so. Nein. Dienstag. Ich melde mich heute, glaube ich, das erste Mal. Heute Morgen habe ich leider vergessen, die Speicherkarte in die Kamera zu machen. Deswegen konnte ich euch beim Spazierengehen leider nicht mitnehmen. Und ja, heute ist es jetzt auch schon spät. Wir haben heute schon viel erlebt. Wir hatten nämlich heute Interessentenbesuch da für die kleine Nala. Das war, weiß ich nicht, so ging 16 Uhr war das. Ich wollte euch einfach auch mal, also jetzt hat jetzt nichts mit den Interessenten zu tun, aber prinzipiell will ich euch natürlich auch gerne sagen, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt, also weil viele unter das Video drunter geschrieben hat, dass wir jetzt quasi schon einen Traumhund uns herangezogen oder erzogen hätte,
Ich zeige natürlich in den Vlogs oder im letzten Vlog auch viele Sachen, die halt schön sind. Und es ist aber auch sehr, sehr anstrengend. Das darf man nicht unterschätzen. Denn die Nala ist halt einfach ein Welpe und für Monate und halt natürlich logischerweise auch zum Beispiel auch noch absolut eine Stubenrein. Ja, mit 4 Monaten macht sie halt auch viel Blödsinn, was aber absolut okay ist. Nur, ja, will ich halt einfach nochmal sagen, dass halt es nicht immer nur super easy ist, sondern dass es halt auch echt richtig anstrengend ist, wie es halt eben ist mit Welpen. Oder jetzt zum Beispiel, wir waren ja von draußen mit den Interessenten. Da hat sie auch im Garten Pipi gemacht und jetzt ist auch vielleicht eine Stunde vergangen. Und jetzt ist sie gerade ein bisschen durchs Zimmer gelaufen, ist in ihre Box gegangen und hat dann halt in die Box gepullert. So, und kam so raus und sie so, ups, hoppala. Ja, wie gesagt, das ist halt Welpe, das passiert. Ich will einfach sagen, dass es halt, wie gesagt, nicht alles nur super easy peasy ist, sondern ja, dass da halt einfach auch mehr dazu gehört und dass es halt eben auch manchmal anstrengend ist. Genau, ja. So, und jetzt zurück zu den schönen Dingen. So, was ich euch eigentlich jetzt zeigen wollte, ist, dass meine Speedies fertig sind, die ich jetzt vom Februar hatte. Ich hatte ja super viele Speedies im Februar. Und bevor ich das vergesse, habe ich mir gedacht, zeige ich euch die Speedies diesmal, bevor ich sie verschicke. Diesmal sind auch einige mit Rahmen dabei, das heißt, ich werde die jetzt auch gleich noch einrahmen. Und da sehen die dann gleich noch ein bisschen schicker aus, aber jetzt zeige ich sie euch erstmal solo. Oder beziehungsweise ich zeige euch die Solo-Speedies und dann die anderen zeige ich euch gerahmt. Genau. So, los geht's, der Daimi. Der war tatsächlich auch bei dieser Serie im Fernsehen dabei. Ich kenne sie nicht, weil wir haben ja kein Fernsehprogramm, kein normales. Irgendwie die Welpen kommen oder so. Da war dieser Dalmatiner dabei. Der ist nämlich auch ein Dalmatiner vom Fleckenherz von der Nadine. Und für die Dalmatiner vom Fleckenherz habe ich nämlich sogar das Logo designt. Und das ist ein Welpe aus diesem Wurf. Die Welt ist doch klein, oder? Dann haben wir den hübschen Husky, der Kiba. Dann haben wir ein Bild von hinten. Hier mache ich vielleicht noch ein bisschen Blau rein. Es fällt mir gerade auf, dass ich hier vielleicht noch ein bisschen Himmel dazu mache. Dann haben wir hier einen kleinen Sheltie. Hier haben wir einen Wischler in A4. Ein Dackelchen in A4. Und ein Pferd mit einem Spruch, weil dieses Pferdchen leider verstorben ist. Ja. Nummer 1. Und genau, und jetzt zeige ich euch gleich noch die Bilder, wenn sie gerahmt sind. Jawohl, gut machst du das. Prima. Was? Die Abby macht mal mit. Nina, Platz. Thank you.
Oh, bin draufgesprungen. Och, Nali. So, die kleine Nala. Und ich machen uns jetzt auf den Weg zur ersten Vorkontrolle. Also, vielleicht in ein wirkliches neues Zuhause, kleine Maus. Man weiß es nicht. Ist sie wieder zu Hause? Jetzt wird sich bestimmt erstmal gefreut. Super. Jetzt wird sich erstmal gefreut. Nila, nein. Hallo, kleine Abby. Ja, wo war ich denn? Nila, warte. Erst die Abby. Erst die Abby. Super. Jetzt die Anila. Nichen. Oh, Baby. Ja, riecht das nach einem anderen Hund, ne? Das muss ordentlich abgeschnuffelt werden. Nali, du bist müde jetzt, ne? Du bist müde jetzt, es war anstrengend. Gut, Ebi auf deinen Platz. Nala, geh mal in die Box. Box. Klasse. Klasse. Ja, du bist fein. Ja, super. Wir haben es geschafft und sind wieder da. Hat 2 Stunden haben jetzt, hat das gedauert. Und ja, ich hatte erst überlegt, ob ich was filme, aber ich habe es dann nicht gemacht, weil ich es unhöflich fand. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt damit leben, dass ich euch das mündlich berichte, wie es war. Im Prinzip war jetzt Vorkontrolle. Das heißt, ich bin mit der Nala in das Zuhause von einem Interessenten gefahren und habe mir quasi das Zuhause angeguckt. Dann habe ich geguckt, wie das mit dem Hund dort klappt, ob es da irgendwie Probleme gibt oder so, ob das mit den Katzen klappt oder so. Also das ist im Prinzip so Sinn und Zweck der Vorkontrolle, beziehungsweise stelle ich dann halt nochmal ein paar Fragen, habe da so ein Formular und muss dann halt so eine grobe oder so eine Einschätzung geben, wie die Situation ist und quasi gucken, ob das klappen könnte oder nicht. Und das war sehr, sehr gut. Die kleine Nala hatte dort, also die war auch nicht so schüchtern, wie ich gedacht hätte, dass sie sein wird, weil sie ja doch in neuen Situationen immer erstmal ein bisschen schüchterner ist. Aber es war sie heute tatsächlich weniger, was ja auch irgendwie zeigt, dass sie sich wohlfühlt. Auch mit der großen Hündin hat das super geklappt. Das war total entspannt und da gab es gar keine Probleme. Ich denke halt, dass das so wird wie bei uns, dass sie halt da erst mit der Zeit ein bisschen nervig wird. Also bei meinen Hunden ist sie ja auch hauptsächlich nervig und meine Hunde sind ja auch meistens eher genervt von ihr, weil sie halt Welpe ist und weil sie die ganze Zeit an Anila rumleckt, in ihre Pfoten beißt und halt Welpensachen macht. Und die Anila da halt natürlich nicht mehr so viel Bock drauf hat. Das ist halt ganz normal. So, ja. Und prinzipiell, wie gesagt, es ist gut gelaufen. Und wir können alle gespannt sein, sagen wir es mal so. Noch kleines Cat. Hallo ihr Lieben, willkommen am Donnerstag. Heute melde ich mich nicht so viel, zumindest nicht mit den Hunden, denn ich drehe heute ein Tag mit Nala Video. Deswegen gibt es das alles in diesem Video. Aber ich möchte euch berichten, dass ich jetzt hier auf meinem Chaos-Schreibtisch beginne mit dem nächsten Porträt. Aktuell geht's aber mit meinem Schreibtisch. Und zwar zeichne ich als nächstes nämlich 2 Schnauzer mit Kohle. Und ich versuche euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten und ab und zu mal Zwischenschritte zu zeigen, wenn ich es nicht vergesse. Ja, und ich mache jetzt erstmal das Raster und die Skizze und ich denke, morgen geht es dann richtig los. Vielleicht oder sehr wahrscheinlich mache ich dann dazu demnächst auch wieder Live-Zeichen-Streams auf Twitch. Also wenn ihr da mal mit reinschauen wollt, mein Twitch-Kanal ist unten in der Infobox verlinkt. Anila ist gerade erlaubt.
Nala, hallo. Hallo. Ja, guck mal, was das ist. Fein. Süßli. Dort. Zu weit weg. Ich begrüße euch am Freitag. Es ist jetzt schon Nachmittag. Heute Morgen habt ihr ja unsere Runde gesehen. Ja, und es ist tatsächlich soweit. Es wird sich auch schon beschwert. Heute ist der letzte Tag mit Nala zusammen, denn wir haben ein ganz tolles neues Zuhause für sie gefunden. Und in das neue Zuhause darf sie morgen einziehen. Damit hätten sich sicherlich auch alle Fragen geklärt oder alle Vermutungen, dass das kleine Nala-Tier hier nie wieder ausziehen wird. Ja, wie ihr seht, dem ist nicht so. Sie hat ein ganz, ganz tolles Zuhause gefunden und da wird sie morgen auch einziehen. Ja, ich werde mal sehen. Aktuell geht's noch so von, ja, meinem Level an. Ich bin traurig drüber. Es ist eigentlich wirklich aktuell okay. Vielleicht auch, weil es noch nicht realisiert ist oder so. Ich denke schon, dass ich dann ein bisschen traurig sein werde. Das werden wir morgen sehen. Ich weiß noch nicht genau. Die Kleine hat sich natürlich jetzt ganz gut eingelebt und mittlerweile sind wir schon so ein bisschen Team oder besser mehr ein Team geworden. Und wir wissen alles, wie es funktioniert und bekommen den Alltag jetzt gut geritzt. Aber das war uns ja klar, dass das so laufen wird. Jetzt hat sie gerade ihre 5 Minuten in ihrer Box und verprügelt ihren Ball da hinten. Ja, auf jeden Fall war das natürlich klar, dass so wird und wir freuen uns natürlich sehr, dass sie so ein tolles Zuhause gefunden hat. Ja, das Zuhause ist tatsächlich sogar in unserem Verein. Zwar nicht Obedience, aber das ist ja nicht schlimm im Verein. Das heißt, ich werde Nala, denke ich, in den nächsten Jahren ab und zu Gesicht zu bekommen. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön für uns. Und ich denke, auch das erleichtert den Abschied ein bisschen, weil wir genau wissen, dass sie in ein tolles Zuhause kommt, wo sie sehr gut umsorgt wird und wo sie auch Hundesport machen darf. Und ja, ihr wisst ja, ich bin ein Freund des Hundesports. Genau. Ja, und wir werden den Tag heute noch ein bisschen genießen. Mal gucken, ob sie noch die eine oder andere Situation fabriziert, wo sie ein bisschen rumnervt, wobei es mittlerweile ja, wie gesagt, geht und sie auch sich aktuell an unseren Tagesablauf angepasst hat und wirklich viel schläft, was wirklich auch schön ist und gelernt hat, dass sie in ihrer Box gehen soll und so weiter und so fort. Naja, wie dem auch sei. Mehr gibt's da, glaube ich, jetzt auch nicht mehr zu sagen. Wir werden jetzt unseren Tag weiterleben und ich werde noch arbeiten. Und heute Abend gehen wir dann sicherlich wieder eine kleine Runde nochmal. Und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Und ja,
Dann bin ich sehr gespannt auf morgen und ich bin auch sehr gespannt, wie sich die kleine Nala noch entwickeln wird und wie sie sich natürlich dann auch im Hundesport macht. Spannend. Nala. Ey. So ist prima. Eine feine Nila. Ja, Nila ist fein. Du bist mein Spätzle. Du bist ein kleines Monster. So, ich bin wieder herrlich verplant ein bisschen. Ich habe nämlich für heute ein Obi-Seminar, ein Online-Obi-Seminar, ein bisschen Fortbildung quasi. Und habe es gerade verpeilt ein bisschen und gucke so auf die Uhr und dachte, das ist ja jetzt. Und ich wollte gerade nämlich noch mit der kleinen Nala ein bisschen Training machen, damit sie dann ein bisschen entspannter ist. Das mache ich jetzt auch noch. Es ist jetzt 17:33 Uhr, 17:45 Uhr beginnt die Anmeldung. Ich habe also noch Zeit. Oh Mann, ey, typisch. Geschafft und es geht gleich los, denke ich. Ich mache mir jetzt noch mein iPad ready, dass ich mitschreiben kann. Ja, ich bin gespannt, ob ich was lerne. Also lernen werde ich auf jeden Fall was. Ja, ob wir es umsetzen können, das ist die Frage. Ich hoffe es sehr. Nala hat übrigens Knickohren bekommen. Nala, das ist nicht so süß wie die anderen Ohren. Nala! Jetzt kriegt sie hier Knickohren. Die sollen so sein. So hier, die muss man jetzt immer umfalten. So ist viel niedlicher. Nali. Hallo, ich bin die Apps. Ich bin das Oberhaupt. Zumindest bilde ich mir das ein. Hallo, ich bin Nali. Ich bekomme Knickohren. Und ich bin frech. Und denke auch, dass ich hier das Oberhaupt bin. Zumindest bilde ich es mir ein. So, ich packe jetzt quasi Nalas Auszugstüte. Da bekommt sie noch das restliche Nassfutter, das angerissene. Dann bekommt sie einmal ein Handtuch mit. Das lag jetzt immer in ihrem Körbchen. Das riecht nach hier halt oder nach was, was sie kennt. Deswegen geben wir das für die Anfangszeit mit. Dann hier habe ich noch eine alte Leckerli-Rolle. Die kann sie bestimmt noch verwenden. Und dann noch das Spielzeug, was bei ihr immer drin hang. Das kann dann quasi in die Box im neuen Zuhause und dann kann sie sich dort auch mit beschäftigen. Ja, jetzt geht's los. Hallo. Hallo.
Schön, guckst du schon die anderen an. Feine. Schraube rausgesprochen. Lotte. Hallo. Hallo, Mausi. Du passt schön auf, ne? Du passt schön auf das kleine Monster. Passt du schön auf das kleine Monster? Ja, ne? Das machst du. Du bist viel zu groß für die kleine Kamera. Hallo. Hallo und willkommen zum Sonntag. Ihr seht, ich habe mich gestern nicht nochmal gemeldet. Ich wollte zwar eigentlich, aber dann war irgendwie die Motivation nicht so groß. Und ich wollte den Tag einfach ein bisschen entspannt ausklingen lassen. Ich habe ja, wie ihr gesehen habt, noch auf dem Hundeplatz trainiert gestern und habe noch ein Patreon-Video geschnitten. Also wenn ihr das komplette Training sehen wollt mit Kommentar von mir, dann schaut gerne auf Patreon vorbei und werdet Teil der Superpinsel. Und dann könnt ihr dort ganz viele tolle Trainingsvideos sehen. So, nun aber zu gestern. Also, die Übergabe ist gut verlaufen. Das hat sehr gut geklappt. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich viel weniger traurig, als ich erwartet hätte. So, es war absolut okay für mich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es 2 Wochen waren. Ich denke aber hauptsächlich liegt es daran, dass die neue Familie, wo Nala hingezogen ist, beziehungsweise jetzt heißt sie ja Laila, dass ich einfach weiß, dass sie dort in sehr, sehr guten Händen ist. Und außerdem halt, wie gesagt, auch in unserem Verein. Das heißt, ich werde sie ab und zu sehen können. Das ist auch richtig, richtig cool. Und ich denke, das hat alles irgendwie dazu beigetragen, dass es absolut okay war. Und ich habe von Anfang an mir immer wieder gesagt, dass es nicht mein Hund ist. Oder hat mir halt gesagt, das ist wie, wenn die kleine Maus bei uns auf Urlaub ist, wir uns um sie kümmern, ein bisschen was für die Erziehung tun und dann geht sie zurück zu ihren richtigen Besitzern, beziehungsweise halt in dem Falle zu ihrer für immer Familie. Das klingt jetzt vielleicht alles ganz schön hart, aber ihr habt ja, denke ich, auch gesehen, dass wir die Nala gern hatten und so. Aber ich meine, sie war, wie gesagt, 2 Wochen da und uns war halt vollkommen bewusst, dass es ein Pflegehund ist und dass sie nicht ewig da bleiben muss. Und wir haben halt dementsprechend auch nicht unser Herz an sie verloren, sagen wir es so. Aber wir haben natürlich trotzdem versucht, unser Bestes zu tun und ich möchte das Ganze jetzt auch nicht abmindern und ich hoffe, ihr seht das so wie ich, dass wir sie natürlich dementsprechend trotzdem sehr, sehr liebevoll behandelt haben. Mein Akku ist jetzt gleich leer und ich denke, ja, mehr brauche ich eigentlich auch nicht dazu sagen. Wenn doch, dann mache ich das später noch. Ansonsten, wie jeden Sonntag, wird heute nicht mehr viel passieren. Ich habe jetzt eben noch trainiert, das habe ich aber nicht gefilmt. Und wir gehen jetzt wieder heim und dann werde ich mich heute an den Videoschnitt setzen. Deswegen verabschiede ich mich heute auf jeden Fall von euch, von dieser Woche. Hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Vielleicht sage ich nächste Woche auch nochmal was wegen zukünftigen Pflegehunden und so weiter und so fort. Ich würde das aber heute jetzt erstmal damit belassen. Ich rede schon wieder viel zu viel. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Spendet diesem Video Liebe. Abonniert meinen Kanal, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Gerne auch die Glocke aktivieren. Da bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Und ja, dann gibt es nur noch zu sagen, dass ich noch ein Nala-Video übrig habe, was ich nächste Woche posten möchte. Das habe ich jetzt letzte Woche noch nicht geschafft, aber das rutscht noch nach. So, nun ist gut. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss!